born to be white. Oh, ein Freund. Ja, guten Tag. Sie haben ein Einschreiben bekommen. Ja, dann zeigen Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Das Einschreiben. Ich meine die Benachrichtigungskarte. Wie? In dem Einschreiben selbst ist Ihr Personalausweis drin. Aber um das Einschreiben rausnehmen zu können, brauchen Sie Ihren Personalausweis. Jetzt werden Sie bitte nicht unverschämt, diese Vorschrift habe nicht ich mir ausgedacht. Das muss ich mir von Ihnen schon mal gar nicht gefallen lassen. Wieso lassen Sie sich überhaupt Ihren Personalausweis in einem Einschreiben zuschicken? Nein, ich kann das nicht für Sie öffnen, um dann zu prüfen, ob Sie auch wirklich Sie sind. Das geht nicht. Ich habe nämlich nicht die Befugnis, fremder Leute Briefe zu öffnen. Ja, das sagen Sie mir. Aber das kann ich ja noch nicht nachvollziehen, ob Sie wirklich Sie sind. Nur weil Sie den Benachrichtigungszettel haben. Ich brauche dazu einen gültigen Personalausweis. Haben Sie keinen Führerschein? Nie gemacht. Prima. Das ist doch nicht mein Problem. Dann beschweren Sie sich bitte bei den Leuten, die diese Gesetze gemacht haben und diese Vorschriften erlassen haben. Ich war das nicht. Ich mache hier nur meine Arbeit. Nein, ich kann auch nicht mal nachgucken. Da könnte doch jeder kommen und mich auffordern, hier irgendwelche Post zu öffnen. Benachrichtigungskarte, Benachrichtigungskarte. Und die Schlange wächst und wächst. Wissen Sie was? Ich bin zwar Beamtin, aber ja kein Unmensch. Suchen Sie sich jemanden aus der Schlange, der seinen Personalausweis dabei hat. Und falls er so freundlich ist, das für Sie zu tun, bevollmächtigen Sie diese Person mit Ihrer Benachrichtigungskarte dahingehend, für Sie dieses Einschreiben abzuholen. Und dann kann diese Person mit gültigem Personalausweis das Einschreiben für Sie abholen und es Ihnen dann aushändigen.